IFA-Time, Trackstore-Time. Wieder mal an diesem wunderschönen Stand, wieder mal eine liebgewonnene Gesprächspartnerin, die sich drei Produkte mit kurzen Erklärungen für unsere Zuschauer herausgepickt hat. Und das hört ihr euch jetzt an und schaut ihr euch an. Hallo, Frau Heinen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Interessanterweise sind aller guten Dinge drei, deswegen möchte ich damit anfangen. Duo Surftop 3, was nun noch mehr? Ich dachte, bei zwei wäre Schluss. Nein, wir haben ein drittes. Und zwar ist es ein klassisches 2-in-1-Gerät, ein Windows 10-Tablet mit vollwertiger Tastatur, Docking dran. Sprich, ich kann das halt prima für Business oder privat einsetzen, habe einen X5-Prozessor drin, 2 GB RAM, ausreichend Schnittstellen, das Ganze für günstige 249 Euro, habe ich meinen Notebook-Ersatz im Prinzip immer dabei. Also im Grunde genommen, Notebook-Ersatz ist das richtige Thema, also im ich will gar nicht mal sagen Light-Business. Im Normalo-Business brauche ich eigentlich schon nicht mehr als dieses Gerät. Eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt nicht besondere Grafikleistungen in Form von Bildbearbeitung oder sowas brauche, ist es eigentlich vollkommen ausreichend für meine E-Mails, Word, Excel. Reicht das vollkommen. Größe 11,6 Zoll. Damit kann ich schon arbeiten und ist leicht genug, um es immer mitzunehmen. Ich weiß, Trackstore ist schnell, aber trotzdem die Frage, ist schon im Markt, kommt wann raus, steht dem Endverbraucher wann zur Verfügung? Direkt nach der Messe, also es wird jetzt ausgeliefert und ist dann ja, Mitte September auf jeden Fall da. Auch wenn meine persönliche Nummer 1 was anderes ist, komme ich aber jetzt trotzdem wieder dahin, nämlich Thema Mini-PC. Ich habe so ein bisschen gedacht, verschwindet der wieder vom Markt? War das ein One-Time-Shot sozusagen? Aber jetzt gibt es eine erweiterte Version, das muss Gründe haben. Genau, also es gibt jetzt den Mini-PC ebenfalls W3, heißt der, weil es halt das dritte Modell ist. Ist auch Windows 10 drauf, ist eine kleine Schachtel sozusagen, 10x10 cm. Ich habe, schließe es an über HDMI an einen Bildschirm. Kann direkt loslegen, weil Windows 10 ja drauf ist, ist auch ein X5-Prozessor drin, habe aber eine LAN-Schnittstelle, nicht nur WLAN, das heißt, ich kann ihn wunderbar als Streaming-Client nutzen. Was denkt man? Ist das, ich meine, man könnte ja sagen, okay, früher war es die Festplatte, die ich dabei gehabt habe, jetzt habe ich in der Festplatte eine Menge Intelligenz verpasst mit diesem Mini-PC. Wie kamst du zu dieser Entwicklung? Was war der Vater des Gedanken, diesen Mini-PC zu machen? Ich finde das faszinierend, das Gerät. Naja, es ist ganz praktisch, dass ich es entweder fürs Home-Entertainment im Wohnzimmer habe oder vielleicht im Jugendzimmer oder als Zweitgerät, wenn ich jetzt keine starke Rechenleistung brauche für Gaming und Co., reicht das vollkommen aus und ich kann jedes Display, was HDMI hat, dazu nutzen. Und das Ganze zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von lediglich 169 Euro, kann ich nicht viel falsch machen und es passt sich aufgrund Größe und Optik perfekt ins Ambiente zu Hause an. Also wenn ich daran denke, dass es früher noch einen Schlepptop statt Laptop gab, dann ist die Entwicklung irgendwie der Wahnsinn. Ja. Nun denkt Trackstore auch so ein bisschen an die Familie, an smarte Home Entertainment. Da habe ich so ein, ja, ich hätte fast gesagt, beeindruckend großes Display gesehen. Was hat es damit auf sich? Genau, das ist das Surftop Theater 13,3. Sprich, das ist ein Tablet mit 13,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Also schon eine Größe, wo ich mit der ganzen Familie vorsitzen kann, zusammen Fotos schaue oder Videos. Da ist eine Standhalterung bei, also ich kann es auf dem Tisch stellen, an der Couch und gemeinsam dann einfach ein bisschen Entertainment genießen. Das Ganze für lediglich 229 Euro, was bei der Größe, glaube ich, ein guter Einstiegspreis ist. Gerade auch zu Weihnachten kann ich dann direkt das so im größeren Kreis zu Hause ganz gut nutzen. Das heißt also auch so ein bisschen daran gedacht, dass es eben ja, der gesamten Familie zur Verfügung steht. Ich hätte fast gesagt, mal im, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, im Kinderzimmer liegt, mal bei den Eltern liegt, irgendwo rumliegt. Also wirklich nicht als Ersatz für etwas gedacht, sondern als eigenständiges Produkt. Genau, als ich würde es als Family-Zweitpad sehen, vielleicht auch in der Küche, wenn Mami oder Papi kocht, das Kochvideo anschauen und nachher dann zusammen die Bilder vom Event gestern, vom Geburtstag vielleicht gucken und dann ist das ein ganz nettes Gerät. Da lernen wir daraus, dass Trackstore auch familienfreundlich ist. Definitiv. Ab wann ist denn dieses Produkt im Handel? Das kommt Anfang Oktober, also dann so zum vorm Weihnachtsgeschäft. Das vielleicht ist es auch was für die Großeltern, das erste Tablet ein bisschen größer. Mal schauen. Auch ein guter Punkt, auf jeden Fall ein breites Anwendungsfeld. Nadine Heinen, ich bedanke mich recht herzlich. Ja, ich habe zu danken. Da lernen wir draus, dass Trackstore an die Familie denkt. Das finde ich gut und hüpfe zum nächsten Stand. Bis gleich.